Es wird immer deutlicher in den Köpfen vieler Bürger, dass ein gewisser Einfluss auf die Strukturen gewählter Regierungen unsere Gesellschaft in Richtung bestimmter Ziele drängt, die wenig zu tun haben mit dem Wohl der Mehrheit der Bürger oder der nationalen Regierungen dieser Erde. Diese Macht über die Nationalstaaten ist nicht über Nacht entstanden. Jeder Versuch, Geschichte zu verstehen, während die aktive Rolle von Geheimbünden ignoriert wird, würde in einem kläglichen Scheitern enden. Leider sind solche Untersuchungen wegen der wenigen Belege, die solche Geheimgesellschaften der Nachwelt hinterlassen, oft chaotisch und durchsetzt mit Verwirrung und Fehlinformationen. Diejenigen, die versuchen, der von Verschwörungen geprägten Geschichte einen Sinn zu geben, gut oder böse, folgern oft fälschlicherweise, dass Geheimgesellschaften entweder allmächtig sind, von ihren Eingeweihten mit geheimem Wissen ausgestattet, nur inneren Eliten bekannt, oder dass solche Gesellschaften unmöglich existieren können, wegen der Tatsache, dass Menschen zu blöd sind, Geheimnisse zu behalten oder eine Verschwörung über mehrere Generationen zu pflegen. Wir sehen gleich, warum beide Annahmen falsch sind. Durch die Untersuchung der Natur der Geheimgesellschaften und dem Erwachsen von Geheimdienstoperationen als Instrumente der sozialen Kontrolle, die weit zurückreichen in die Tage des antiken Griechenlands und aufwärts bis in die heutige Zeit. Viele kennen die Inschrift im Apollo-Kult von Delphi, die einen Überblick über ein Netzwerk von weitreichenden Geheimdienstoperationen, Bank- und Wahrnehmungsmanagement im Auftrag eines Elitenetzwerks von Eingeweihten, Priestern und Herrscherfamilien gab. Dieses Zitat wurde als weise Worte betrachtet, weshalb Könige, Kaiser, Staatsmänner und Generäle aus weiten Teilen der antiken Welt mit einer sehr großzügigen Zahlung in Gold zum Tempel reisten, in der Hoffnung, dass die Weisheit des großen Gottes Apollo ihnen Kraft und Macht für ihre jeweilige Sache verleihen würde. Eine der berühmtesten Prophezeiungen, die der Kult von Delphi laut Herodot machte, galt König Krösus von Lydien. König Krösus war ein sehr reicher König und die letzte Bastion der ionischen Städte gegen die wachsende persische Macht in Anatolien. König Krösus wollte wissen, ob er seinen Feldzug tiefer in das Gebiet des Persischen Reiches allein fortsetzen oder ob er bei einem solchen Unterfangen ein militärisches Bündnis suchen sollte. Herodot zufolge war die Goldmenge, die Krösus lieferte, die größte, die je für den Apollon-Tempel ausgegeben wurde. Im Gegenzug gab die Priesterin von Delphi, auch bekannt als das Orakel, unsinniges Geschwätz von sich, berauscht von den Gasdämpfen des Abgrunds, über dem sie sich bequemerweise befand. Die Priester übersetzten dann die Prophezeiung des Orakels in eine zweideutige Botschaft der Götter. Dem König wurde gesagt, wenn Krösus in den Krieg zieht, würde ein großes Reich zerstören. Krösus wurde auch gesagt, er solle sich außerdem mit dem mächtigsten griechischen Staat verbinden, und er entschied sich für Sparta. Krösus war überglücklich und hielt einen Sieg für sicher und begann sofort mit dem Aufbau seines Feldzugs gegen Persien. Am Ende verlor Krösus alles und Lydien wurde von den Persern eingenommen. Die Spartaner tauchten nie auf. Das Reich, das Krösus zerstörte, war sein eigenes. Die in den Apollo-Tempel eingravierten Worte: Erkenne dich selbst, nichts ist zu viel, Sicherheit bringt Verderben, dienten als Vorwarnung für jeden, der es wagte, die Hilfe der Priester im Streben nach Weisheit und Macht in Anspruch zu nehmen. Es wird gesagt, dass diejenigen, die des Gottes Apollo würdig waren, die Weisheit haben würden, das Rätsel ihrer Prophezeiung zu lösen und dass sie in ihren Bemühungen siegen würden. Und die, die nicht der Gunst Apollos würdig waren, würden scheitern und ruiniert werden. Es ist eine nette Geschichte.
aber in Wirklichkeit nur eine brillante Tarnung für einen globalen Geheimdienst betrug. Der Kult von Delphi war in der Tat das Nervenzentrum des militärischen und politischen Geheimdienstes, der keinem Staat oder Reich verpflichtet war, sondern vielmehr in der Lage war, die Informationen zu nutzen, die er mit seinen Spionagenetzen sammelte, zusammen mit den Informationen, die er von denen erhielt, die dumm genug waren, ihm ihre Pläne und Ziele zu verraten. Die Priester von Delphi würden daraufhin entscheiden, welche Informationen zu welchem Zweck an welches Ziel weitergegeben werden sollten. Diese Macht der Gestaltung von Kriegen, Bündnissen und Kulturpolitik war gewaltig und die Könige, Generäle und Stadtstaaten, die ihrem Rat folgten, waren kaum mehr als Spielfiguren auf einem großen Schachbrett. Die wahre Frage für diejenigen, die es wagten, den Kult von Delphi zu besuchen, war nicht, ob sie die Weisheit besaßen, die nötig war, um die Prophezeiungen des Orakels zu lösen, sondern vielmehr, was für ein Spielball sie für die Priester des Apollo sein würden. Der schottische Ritus der Freimaurerei wurde 1801 in den Vereinigten Staaten offiziell von einer Gruppe von Tory-Partisanen gegründet, die sich auf der Verliererseite der amerikanischen Revolution befunden hatten. Einer der involvierten Hauptakteure war von Anfang an ein britischer General namens Augustin Prevost. Prevost eroberte Charleston in South Carolina und richtete dort einen geheimen Polizeiapparat ein, der nach Abzug der britischen Armee zum Hauptquartier des schottischen Ritus wurde. Der schottische Ritus übernahm im 19. Jahrhundert die Herrschaft über die amerikanische Freimaurerei und übte einen unzulässigen Einfluss auf die Strafverfolgung auf Bundesebene aus, der bis zum heutigen Tag anhält. J. Edgar Hoover, der während 8 Präsidentschaften das Wachstum einer Schattenregierung innerhalb der USA überwachte, war selbst ein Freimaurer des 33. Grades des schottischen Ritus, der 1955 nach 35 Jahren treuer Mitgliedschaft gekrönt wurde. Um die Rolle auf dem großen Schachbrett zu verstehen, die J. Edgar Hoover und dem schottischen Ritus gespielt hat, kommt man nicht weit, wenn man die Rolle eines Mannes namens Albert Pike nicht würdigt. Im Jahr 1859 wurde Albert Pike, General der konföderierten Armeen während des Bürgerkriegs, zum souveränen Großkomtur der südlichen Gerichtsbarkeit des schottischen Ritus gewählt. 1871 veröffentlichte Pike zum ersten Mal Moral and Dogma of the Old Accepted Scottish Rite of Freemasonry, die Antibibel des Ritus. Wenn man versteht, was die Moral und das Dogma einer solchen Mitgliedschaft ausmacht, zu deren innersten Kreis Hoover gehörte, wird deutlich, dass der Ritus nicht nur als Gegenkirche zum Christentum auftritt, sondern dass das Bekenntnis zur Geheimgesellschaft so verstanden wird, dass es vor allem anderen in der materiellen Welt kommt, einschließlich Regierung und Land. Über die Organisation von oben nach unten schrieb Pike in seinem Buch Morals and Dogma folgendes: Die blauen oder niederen Grade sind nur für den äußeren Hof des Tempels. Ein Teil der Symbole wird dem Eingeweihten dort gezeigt, aber er wird absichtlich durch falsche Interpretationen in die Irre geführt. Es ist nicht beabsichtigt, dass er sie versteht, aber es ist beabsichtigt, dass er sich einbildet, sie zu verstehen. Ihre wahre Deutung ist den Adepten, den Fürsten der Freimaurerei, vorbehalten. Dies sind dieselben Techniken, die der Kult von Delphi anwendet, um die wahre Erklärung der Symbole nur denjenigen zu vermitteln, die ihrer angeblich würdig sind. Das heißt den Adepten, den Fürsten der Freimaurerei. Woher weiß man, ob man ein Fürst der Freimaurerei ist? Diejenigen, die töricht genug sind, an die Magie des Okkulten zu glauben, werden einen ehrlichen Versuch unternehmen, diese Symbole zu verstehen. Die Wahrheit ist jedoch, dass diejenigen, die näher an das Allerheiligste herangeführt werden, lediglich aufgrund ihrer Nützlichkeit für einen höheren Willen ausgewählt werden. Auch wenn diese Person ein Bauer ist, der die entscheidende Rolle in einem Schachmatt spielt,
bleibt sie doch nur ein Bauer in einem großen Spiel, das sie nie kontrolliert oder gar verstanden hat. Pike schreibt in seinem Buch Morals und Dogma: Die Menschen sind nur Automaten der Vorsehung. Und die Vorsehung benutzt den Demagogen, den Fanatiker und den Schurken als ihre Werkzeuge und Instrumente, um das zu bewirken, was sie sich nicht träumen lassen und was sie sich einbilden, zu verhindern. Hier wird deutlich, dass die Mehrheit der Menschheit vom Recht als ein Instrument der Vorsehung betrachtet wird und dass es gerechtfertigt ist, die Menschheit als solche zu behandeln, um den Willen dieser Vorsehung zu tun. Wir werden gleich sehen, von welcher Art von Vorsehung sie sprechen. Am beunruhigendsten sind vielleicht Pikes Ansichten über Gott und darüber, was als gut zu betrachten ist. Die freimaurerische Religion sollte von uns allen, die wir in die höheren Grade eingeweiht sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Wenn Luzifer nicht Gott wäre, würde dann der Gott der Christen, dessen Taten seine Grausamkeit, seine Abscheulichkeit und seinen Hass auf die Menschen, seine Barbarei und seine Abneigung gegen die Wissenschaft beweisen, würden Adonai und seine Priester ihn verklären? Ja, Luzifer ist Gott. Und leider ist auch Adonai Gott. Denn das ewige Gesetz ist, dass es kein Licht ohne Schatten, keine Schönheit ohne Hässlichkeit, kein Weiß ohne Schwarz gibt, denn das Absolute kann nur als zwei Götter existieren. Die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer, dem Ebenbürtigen von Adonai. Aber Luzifer, der Gott des Lichts und des Guten, kämpft für die Menschheit gegen Adonai, den Gott der Finsternis und Bösen. In späteren Jahren wurde der Leichnam von Albert Pike im Washington D.C. Tempel beigesetzt. Ein paar Meter von seinem Körper entfernt befindet sich eine vollständige Nachbildung des Büros und des Schreibtisches ihres zweithöchsten Mitglieds, FBI-Direktor J. Edgar Hoover. Es sollte auch bekannt sein, dass ein Großteil des FBI in den schottischen Ritus verwickelt ist. Zum Beispiel gibt es in Washington D.C. einige Logen, in denen unverhältnismäßig viele FBI-Agenten tätig sind, wie zum Beispiel in der Alexandria-Loge. Am 17. Dezember 1906 beförderte Teddy Roosevelt seinen Marinesekretär Charles J. Bonaparte zum Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten. Bonaparte verlor keine Zeit, dem Kongress zu sagen, dass das Justizministerium eine Kraft der permanenten Kontrolle unter seiner Kontrolle sein müsse. Am 27. Mai 1908 widersetzte sich der Kongress Bonapartes Forderungen, indem er allen Exekutivabteilungen verbot, Geheimdienstler als Polizisten einzusetzen, einschließlich dem Justizministerium. Während dieser Zeit hatte nur das Finanzministerium die Befugnis, Geheimdienstler einzusetzen. Um dieses Verbot zu umgehen, ordnete Generalstaatsanwalt Bonaparte am 26. Juli 1908 auf Anweisung von Teddy Roosevelt die Einrichtung einer Ermittlungsbehörde innerhalb des Justizministeriums an, das später als Federal Bureau of Investigation bekannt wurde. Dies war der Beginn dessen, was zu einer nicht gewählten Schattenregierung im Herzen der USA werden sollte, die in direktem Gegensatz zur Selbstverwaltung stand. Mitten in dieser langsamen Übernahme der Regierung wurde der 22-jährige J. Edgar Hoover zum ersten Mal rekrutiert, um eine besondere Rolle in einem großen Spiel zu spielen. Das Jahr war 1917. Kaum hatte er sein Jurastudium abgeschlossen, wurde Hoover mit der Leitung des Enemy Alien Bureau der War Emergency Division des Justizministeriums betraut und tauchte schnell in die wilde, gesetzlose Kriegsaufstandsbekämpfung der ersten Roten Angst von 1917 bis 1920 ein. Anton Chaykin schreibt über diese Zeit in seinem Aufsatz Hoovers FBI und die angloamerikanische Diktatur. Generalstaatsanwalt Palmer schuf im Bureau of Investigation eine allgemeine Geheimdienst- und Radikalabteilung und ernannte Hoover zu deren Leiter. Der militärische Nachrichtendienst und Hoovers Agenten,
die als ein einziger Geheimdienst zusammenarbeiteten, bauten nun ein Netz von zivilen Spionen, Informanten und Provokateuren auf, die Selbstjustiz übten. Diese Hilfskräfte wurden dann in den Palmer Raids eingesetzt, in einem Krieg gegen Gewerkschaften, Radikale, Bürgerrechtler, Lehrer und Einwanderer. Von November 1919 bis Januar 1920 stieß dieser anfängliche Abstieg in einem Polizeistaat jedoch bei der amerikanischen Bevölkerung auf großen Widerstand und löste Protest und Empörung aus. J. Edgar Hoover war als Palmers Stellvertreter gut geeignet, die politischen Massenverhaftungen, Deportationen, Lynchmorde, Terrorpropaganda und Hexenjagden zu beaufsichtigen. Hoover richtete eine weiße Freimaurereinheit aus dem Süden im Büro selbst ein, das sogenannte Fidelity Chapter, und bestand darauf, dass seine Agenten das FBI und sein Büro als Sitz der Regierung bezeichneten. Als 1929 die Große Depression ausbrach, führte J. Edgar Hoover die allgemeine Gesetzlosigkeit auf ineffiziente, korrupte Lokalpolitiker und Polizisten zurück. Was war die Lösung? Mehr Macht für das FBI. Während seines Wahlkampfs für die Präsidentschaft setzte Franklin Roosevelt seinen engen Freund, den Senator von Montana, Thomas J. Walsh, zum Vorsitzenden des Demokratischen Konvents 1932 ein. Walsh hatte 1921 den Kampf bei den Senatsanhörungen über die illegalen Praktiken des Justizministeriums angeführt. Während der Anhörungen konfrontierte er Palmer und seinen Stellvertreter Hoover mit Beweisen, dass sie eine Orgie von Terror, Gewalt und Verbrechen gegen die Bürger der USA verübt hatten. Walsh blieb im Senat als J. Edgar Hoovers engagierter Feind. Franklin Roosevelt gewann die Wahl am 8. November 1932 und sollte sein Amt im März 1933 antreten. Am 15. Februar 1933 schoss ein niederer italienischer Freimaurer namens Giuseppe Singata auf den designierten Präsidenten Roosevelt. Er verfehlte ihn und tötete stattdessen den Bürgermeister von Chicago, Anton Cermak. Wochen nach diesem gescheiterten Attentat gab Franklin Roosevelt öffentlich bekannt, dass er Senator Thomas J. Walsh als US-Generalstaatsanwalt ernennen würde. Am 1. März berichtete die New York Times über Walsh' Versprechen, dass er das Justizministerium bei seinem Amtsantritt umstrukturieren werde, wahrscheinlich mit einem fast vollständigen neuen Personal. Es heißt, Walsh habe erklärt, dass eine seiner ersten Amtshandlungen die Entlassung von J. Edgar Hoover sein würde. Walsh wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden, als er in einem Zug nach Washington D.C. saß, für Roosevelts Amtseinführung am 4. März und seine eigene Vereidigung. Im Juli 1933 bat eine von J.P. Morgan bezahlte Gruppe von Offiziellen der American Legion den General des Marinekorps Smedley Butler, einen Staatsstreich gegen Präsident Roosevelt anzuführen. Als General Butler genug Beweise für das Komplott gesammelt hatte, ging er zu J. Edgar Hoover, damit der tätig wird. Hoover weigerte sich, etwas zu unternehmen, da es keine Beweise für einen Verstoß gegen ein Bundesstrafgesetz gab. Da er beim FBI kein Glück hatte, wandte sich General Butler an den Sonderausschuss für unamerikanische Umtriebe, auch bekannt als McCormick-Dickstein-Ausschuss, der am 20. November 1934 eine Untersuchung einleitete. Innerhalb eines Monats bestätigte das Komitee alle Behauptungen Butlers, unternahm jedoch nichts, da Franklin Roosevelt diese Erkenntnisse als Druckmittel gegen die Finanziers der Wall Street einsetzen wollte, die offiziell mit allen Mitteln gegen seine New Deal-Reformen vorgegangen waren. Um die Botschaft an das amerikanische Volk weiterzugeben, veranlasste Butler, dass sein Bericht über den Staatsstreich von den Universal Studios am 28. Dezember 1935 landesweit ausgestrahlt wurde. Franklin Roosevelt starb am 12. April 1945 und der Zweite Weltkrieg endete 5 Monate später. Das OSS wird 3 Wochen nach Kriegsende aufgelöst.
Die CIA wurde 2 Jahre später offiziell gegründet und nun von ihren FDR-Patrioten gesäubert. Danach setzte das FBI die Diktatur über die Bevölkerung im Inland fort, während das neue CIA das Instrument wurde, das ausgewählt wurde, um ein angloamerikanisches Imperium auf internationaler Ebene voranzutreiben. John F. Kennedy setzte sich während seiner kurzen Präsidentschaft tapfer dafür ein, den New Deal von Franklin Roosevelt im Kontext der 1960er Jahre wiederzubeleben. Er startete große Megaprojekte, prangerte die malthusianische Weltanschauung an, kämpfte für die Beendigung des Kalten Krieges und zog die US-Truppen aus Vietnam ab. Kennedy entließ außerdem den CIA-Chef Alan Dulles, der diese Organisation 8 Jahre lang geleitet hatte, und der junge Präsident drohte damit, die abtrünnige Behörde in 1000 Stücke zu zerschlagen und in alle Winde zu zerstreuen. Am 22. November 1963 wurde Präsident Kennedy in den Straßen von Dallas, Texas, am helllichten Tag brutal ermordet. Am 29. November 1963 wurde die Warren-Kommission unter der Leitung von Alan Dulles eingesetzt, um den Mord an Präsident Kennedy zu untersuchen. Der alte Kongressabgeordnete Hale Boggs aus Louisiana, ein Verbündeter von Franklin Roosevelt, war Mitglied dieser Warren-Kommission. Boggs war zunehmend beunruhigt über den Mangel an Transparenz und Strenge, den die Kommission an den Tag legte, und war überzeugt, dass viele der Dokumente, mit denen Oswald belastet wurde, in Wirklichkeit Fälschungen waren. 1965 erklärte der Abgeordnete Boggs dem Bezirksstaatsanwalt von New Orleans, Jim Garrison, dass Oswald nicht der Mörder von Kennedy gewesen sein konnte. Boggs war es, der Garrison ermutigte, den bis heute einzigen Prozess wegen der Ermordung des Präsidenten zu eröffnen. Nach der Ermordung von John F. Kennedys Bruder Robert, der 1968 für die Präsidentschaft kandidierte und sicher gewonnen hätte, wurde Nixon am 20. Januar 1969 in sein Amt eingeführt. Hale Boggs forderte bald darauf Nixons Generalstaatsanwalt John Mitchell auf, den Mut aufzubringen, J. Edgar Hoover zu entlassen. Wenig später verschwand das Privatflugzeug mit Hale Boggs an Bord spurlos. Jim Garrison war von 1962 bis 1973 Staatsanwalt von New Orleans und war die einzige Person, die einen Prozess im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident Kennedy führte. In Jim Garrisons Buch One, The Trail of the Assassins, das 1991 veröffentlicht wurde, wird J. Edgar Hoover, der die Ermittlungen zur Ermordung von JFK behindert oder zum Erliegen gebracht hat. Insbesondere in Bezug auf die von der Polizei von Dallas gesammelten Beweise, wie den Nitrattest, der Oswald entlastete und bewies, dass er am 22. November 1963 keinen einzigen Schuss abgegeben hatte. Aus Gründen, die nur der Regierung und ihren Ermittlern bekannt waren, wurde diese Tatsache jedoch 10 Monate lang geheim gehalten. Sie wurde schließlich im Bericht der Warren-Kommission enthüllt, der unerklärlicherweise nichts an ihrer Meinung änderte, dass Oswald Kennedy erschossen hatte. Auch heute noch gibt es Leute, die die Arbeit von Jim Garrison in Misskredit bringen, weil er die absurde Darstellung der Warren-Kommission in Frage gestellt hat. Jeder, der sich die Mühe macht, den Bericht der Warren-Kommission zu lesen, wird jedoch bald feststellen, dass er ein Durcheinander von Widersprüchen, Irrtümern und regelrechten Fälschungen ist. Es ist nicht nur eine absurde Täuschung, sondern letztendlich mitschuldig an einer der schändlichsten Vertuschungen in der amerikanischen Geschichte. Wann wird das amerikanische Volk begreifen, dass die größte Bedrohung für die amerikanische Freiheit nicht von außen kommt, sondern aus den eigenen 4 Wänden, in denen sie sich seit 112 Jahren prominent niedergelassen hat? Die Frage bleibt: Was hat das Wachstum dieses parasitären Okkultismus in den USA seit den frühesten Tagen der Republik vor über 200 Jahren ermöglicht? War der Erfolg dieser freimaurerischen Kraft auf das angebliche Geheimwissen ihrer Eingeweihten zurückzuführen oder auf die Naivität der Bevölkerung und die Umarmung des Wahnsinns durch eine oligarchische Klasse? Tatsache ist,
dass okkulte Geheimgesellschaften seit 2500 Jahren, seit dem Untergang des Krösus, immer wieder dieselben elementaren Techniken der Täuschung anwenden, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen. Obwohl sich die äußere Form im Laufe der Jahrtausende verändert hat, hat sich der wesentliche Charakter dieser Freimaurerorden nicht geändert. Mit Priesterschaften, die die Riten und Rituale kontrollieren, die sorgfältig darauf ausgelegt sind, weichgespülte Dummköpfe noch weichgespülter und dümmer zu machen, während sie ihre eigene Identität auf der Jagd nach dem immer neuen Versprechen von Geheimnissen zunehmend verlieren. Ob der Eingeweihte nun Albert Pike heißt, J. Edgar Hoover oder ein König Krösus von Lydien heißt, das Ergebnis ist das gleiche. Die Nationen, die diese abergläubischen Gestalten zu retten glaubten, waren letztlich genau das, was ihr blinder Glaube an das Okkulte von innen heraus zerstörte. Das Heilmittel gegen einen solchen Verfall liegt seit jeher in der Abkehr von der Trance des Mystizismus und der Verehrung des Symbolismus, die solche okkulten Gesellschaften sowohl von ihren Eingeweihten als auch von ihren Opfern verlangen. In den Tagen des antiken Griechenlands wurde dieses Heilmittel in Form eines Philosophenkönigs, eines Solon, eines Thales oder eines Platon gefunden, deren Liebe zur Menschheit und zu Gott nur durch die Sorge um die Gesundheit ihrer eigenen unsterblichen Seelen übertroffen wurde. Aus dieser Quelle schöpften sie ihre Weisheit, ihren Mut und ihre Kreativität im Laufe eines Lebens, das mehr als nur Macht oder geheimes Wissen zum Ziel hatte. In unserer modernen Zeit hat diese Kraft für das Gute die Form von Staatsmännern mit Namen wie Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Martin Luther King Jr. und John F. Kennedy, die alle ihr Leben für die Sache der Menschheit und das Gesetz Gottes gaben. Es waren Männer, die ihre Angst vor ihrer eigenen Sterblichkeit überwanden und sich zu einer höheren Identität erhoben, die ihre Aufgabe darin sahen, Lügen und Ungerechtigkeit auszulöschen und die gesamte Menschheit zu einem besseren Leben zu erwecken. Schon das Wort Geheimhaltung ist in ihrer freien und offenen Gesellschaft abstoßend und wir sind als Volk von Natur aus und historisch gesehen gegen Geheimgesellschaften, geheime Eide und geheime Verfahren. Wir haben vor langer Zeit entschieden, dass die Gefahren einer übermäßigen und ungerechtfertigten Verheimlichung relevanter Tatsachen, die Gefahren, die zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden, bei weitem überwiegen. Auch heute noch ist es wenig sinnvoll, der Gefahr einer geschlossenen Gesellschaft durch Nachahmung ihrer willkürlichen Beschränkungen zu begegnen. Auch heute ist es noch wenig sinnvoll, das Überleben unserer Nation zu sichern, wenn unsere Traditionen nicht mit ihr überleben. Und es besteht auch die große Gefahr, dass ein angekündigtes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von denen aufgegriffen wird, die darauf bedacht sind, seine Bedeutung bis an die Grenzen der öffentlichen Zensur und Verschleierung auszudehnen. Ich habe nicht die Absicht, dies zuzulassen, soweit es in meiner Macht steht. Und kein Beamter meiner Regierung, ob hoch oder niedrig, ob zivil oder militärisch, sollte meine Worte heute Abend als Vorwand für eine Zensur der Nachrichten und die Unterdrückung abweichender Meinungen verstehen, um unsere Fehler zu vertuschen und der Presse und der Öffentlichkeit die Fakten vorzuenthalten, die sie zu kennen verdienen. Denn uns steht weltweit eine monolithische und rücksichtslose Verschwörung gegenüber, die zur Ausweitung ihres Einflussbereichs in erster Linie auf begehrte Mittel setzt, auf Infiltration statt auf Invasion, auf Subversion statt auf Wahlen und auf Einschüchterung statt auf freie Wahl, auf Guerilleras bei Nacht statt auf Armeen bei Tag. Es handelt sich um ein System, das enorme menschliche und materielle Ressourcen für den Aufbau einer engmaschigen, hocheffizienten Maschine eingesetzt hat, die militärische, diplomatische, nachrichtendienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder politische Operationen kombiniert. Seine Vorbereitungen werden verborgen, nicht veröffentlicht. Ihre Fehler werden begraben, nicht in den Schlagzeilen. Andersdenkende werden zum Schweigen gebracht,
nicht gelobt. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird gelüftet. Sie führt den Kalten Krieg in Kurzform, mit einer Kriegsdisziplin, die sich keine Demokratie jemals wünschen würde. Augen auf Medienanalyse, privates Engagement, total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.